Ich hatte keine Wahl. Aaron hat gedroht, mich umzubringen. Sie haben den Meuterern geholfen, Spender. Und damit haben sie eine Wahl getroffen. Sie hätten einfach nur um Hilfe bitten müssen. Aber nein, sie bringen alle in Gefahr, nur um ihren eigenen Hals zu retten. Nur zu. Belasten Sie sich ruhig weiter. Erzählen Sie uns alles, wozu Sie sie gezwungen haben. Was wissen Sie schon, Pathfinder? Sie waren während der Meuterei nicht hier. Sie sind erledigt, Kumpel. Und ich hoffe sehr, die Nexus überlässt sie mir. Alles, was der Pathfinder sagt, entspricht der Wahrheit. Hier sind die Beweise. Ein Scrambler voller Logs und Credit Transfers an Exilanten. Die ganze Sache läuft schon seit der Meuterei. Er hat Dateien verändert, Vorräte gestohlen, mit ihnen Kontakt gehalten. Wir haben Arons Geständnis. Er ist einer der Exilanten. Aron, diesmal für die Akten. Wir arbeiten seit der Meuterei mit Spender zusammen. Er hat uns bewaffnet und versorgt uns weiter. Solange wir den Kroganern einheizen. Keine Ahnung, warum er sie so hasst, aber er hasst sie wirklich. Ich kann mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, welchen Schaden er angerichtet hat. Als ob Sie eine reine Weste hätten, Kandros. Wir alle wollten die Kroganer loswerden. Ich habe die Sache nur vereinfacht. Die Exilanten denken, ich würde für Sie arbeiten, und Sie denken, ich würde für Sie arbeiten. So sieht wahre Politik aus. Und das alles direkt vor unserer Nase, verdammt nochmal, Spender. Naja. Die Kroganer sind fort. Spender hatte ihnen keine andere Wahl gelassen. Und sie haben nur untätig zugesehen. Ich... Verdammt! Verdammt! Sie haben mich informiert, Pathfinder. Ich hätte aktiv werden müssen, aber Tan hat immer wieder von dem Kroganer angefangen. Nun, jetzt haben Sie die Chance, es wieder gut zu machen. Und Sie können gleich damit anfangen, indem Sie sich auf unsere Seite schlagen, wenn mein Clan versucht, mit Tan einen besseren Deal auszuhandeln. Sie brauchen uns. Und ehrlich gesagt, brauchen wir Sie auch. Sie haben recht. Ich werde Sie unterstützen. Dieses Mal machen wir es richtig. Also, was wird aus ihm? Jetzt muss ich das entscheiden. Gefängnis, Verbannung. Gefängnis, Verbannung. Verbannung, Gefängnis. Sperren Sie ihn ein. Es wird zwar noch andere wie ihn geben, aber so kann er zumindest als abschreckendes Beispiel dienen. Sie wollen mich einfach in eine Zelle stecken? Es könnte schlimmer sein. Wir könnten Sie auch von der Station werfen. Denken Sie mal darüber nach. Danke, Ryder. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass diese Geschichte endlich geklärt ist. Gut, dann haben wir das mit Spender auch erledigt. Haben wir denn jetzt hier noch mehr Aufgaben? Sieht nämlich nicht danach aus. Wir haben mit Nier, wir haben mit Dingsbums gesprochen. Wir haben die Gesteine abgegeben. Naja, abgegeben. Erledigen Sie das und lassen Sie die möglichen Folgen meine Sorge sein. Danke für Ihr Verständnis. Wegen. Sie machen gar nicht. Es ist vorbei. Ich will nicht länger darüber nachdenken. Ist sonst noch was? Die Kette einsetzt. Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Bis bald, Kandros. Meine auch.
Ja. Und ich habe auch immer noch keine Ahnung, wie ich... Es gab doch... Wir sind in der Beziehung. Liam kostet Gemeinschaft. Mit Liam nach Protomus reisen. Okay, kenne den Feind. Okay, Familie eines Riders. Ursprünglich sollst du alles System finden. Die kleinen Dinge zählen. Was finden Sie weiter zu Karchaka-Satelliten, dass ich Nalesh, ich sollte mir das notieren. Schreibst du? Du schreibst. Gut. Das ist Nalesh. Da kommen wir noch ein bisschen weiter. Turianische Arche. Avitus über den Kumpfsystem der Tempest kontaktieren. Das machen wir dann gleich. Verschollene Aachen. Die Salerianische Arche. Das war's dann auch wieder. Helos Nexus. Leben am Grenz beginnt. Weltraumangriff auf Nexus-Schiffe untersuchen. Untersuche Orte 2 von 4. Gefährdet die Interesse der Nexus. Vetters Schwester Sid ist der Meinung, dass irgendwas Verdächtiges vor sich geht, da die drei Säbel offenbar die Einblick in die Pläne und Aktion der Nexus haben. Die Seuche, die Spur der geschollenen Schattes aufnehmen. Gut, und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wohin. Die Anpackbucht. Exilanten von der Nexus finden ein neues Zuhause. Ehemalige Sicherheitschefin an der Meuterei beteiligt. Ermittlungen haben ergeben, dass die ehemalige Leiterin der Nexus-Sicherheit, Sloane Kelly, an dem Aufstand beteiligt war, der Dutzende Opfer gefordert hat. Die Initiative hat die Exilanten, unter ihnen auch Kelly, inzwischen auf Yara aufgespürt, einem Ödnisplaneten im Gorok-Kampfsystem. Jaren Tan, der Direktor der Initiative, bezog zu den Neuigkeiten über den Hafen der Exilanten klar Stellung. Und dafür bin ich das mit aller Nachdrücklichkeit sagen. Danke. No. Kedera ist gefährlich. Die Exilanten sind gefährlich. Halten Sie sich von Kedera fern. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich frage mich, wie sich diese Skifluschen. Das war gute Arbeit da draußen. Die Geophysik-VI ist schon deutlich ausgereifter, als ich dachte. Hier, wie versprochen, Ihr Beraterhonorar plus Spesen. Viel Spaß damit. Plus Spesen, 200 Credits. Ja, natürlich. 200 Credits sind ja praktisch nichts. Der Steinwind. Der Steinwender. Dann man nehme dann einen Pfannenwender. Der macht es nämlich genauso gut. So, dann verlassen wir die Station wieder. Pathfinder. Junge. Jojo. Verlassen wir alles wieder. In der Zeit kann ich noch einen Schluck nehmen. Pipi hat nach Ihnen gesucht. Pipi. Hoppala. Nein. Ah. Die Flasche runtergefallen. So. Was gibt's denn? Hey, Peeby. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Also, Sie und Ihr Team sind wie Pilze. Wissen Sie das?
Sie sehen komisch aus, riechen komisch und wachsen an den merkwürdigsten Orten. Und irgendwie haben sie ihre Wurzeln in mein... Boah, das klingt so kitschig. Herz geschlagen. Ich nehme das hier auf, damit sie es mir, wenn ich unruhig werde, und das werde ich, vorspielen können, wie ein ganz ruhig PB-Joker. Also, wenn Sie irgendwas für die Nachwelt festhalten wollen, sagen Sie es nach dem Piep. Oh, und kommen Sie dann in den Meetingraum, okay? Piep. Ja, komm, okay. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh, oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, Pech gehabt. Er ist gerade aufgetaucht. Ich hätte nie gedacht, dass PB jemals Schwierigkeiten haben könnte, zu Wort zu kommen. Vielleicht färbe ich ja auf die anderen ab. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... PB... Ich will mit Ihnen zusammen sein. Nur mit Ihnen. Oh Gott. Die VidCon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Ich wollte eigentlich Vetra. Aber ich bin bei ihr nicht vorwärts gekommen. Und mit Phoebe... Zack. So. Avitrus. Ryder, ich wollte Sie gerade kontaktieren. Natürlich. Ist alles in Ordnung? In meinem Kopf blitzen Zahlen auf. Koordinaten. Ich denke, es ist ein SOS. Von Mason. Es könnte über Ihr SAM-Implantat übertragen werden. Er übermittelt mir seine Position. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass die Nathanos noch intakt sein könnte. Was für Hinweise? Die Arche hat einige Stase-Kapseln abgeworfen. Leider gibt es keine Überlebenden. Aber die Logs belegen, dass es lange nach dem Zusammentreffen der Nathanos mit der Geißel geschah. Irgendjemand fliegt das verdammte Ding also noch. Mhm. Oder hält sie zumindest irgendwie am Laufen. Hier sind die Koordinaten aus meinem Implantat. Wir treffen uns dort. Und dann finden wir auch unsere Antworten. Das heißt, die Turianische Arche. Endlich. Das wird das nächste Ziel sein. Ich frage mich immer noch, ob ich irgendwas übersehen habe wegen der Salarianischen Arche. Ist mir jetzt eigentlich Phoebe etwas sauer deswegen? Brauchen Sie etwas? Soll ich irgendwas für Sie erledigen? Nö. Sie haben bestimmt viel zu tun. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, im Leck. Ist sie jetzt eigentlich ausgezogen oder immer noch? Ja, sie ist immer noch hier. Bevor Sie etwas sagen, keine Knutschereien. Was gibt's? Ja. Sie sind wirklich atemberaubend. Hören Sie damit auf. Zumindest in der Öffentlichkeit. Sie machen mich ganz verlegen. Das ist ja eine ganz neue Seite an Ihnen. Ich will Ihnen eben alle meine Seiten zeigen. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Das war's. Sie haben schöne Augen. Das war's, habe nichts mehr zu melden. Was Großes. Keine Zeit zum Tippen, sofort herkommen. Danke.
Und tut mir leid, ich hätte sie nicht so überrumpeln sollen. Ich hatte darauf vertrauen sollen, dass sie ebenso motiviert sind wie ich, nach Pest 10 zu gehen und die Quelle des Signals zu finden. Ich hätte kooperativer sein können und ein besserer Teamplayer. Ich muss wohl noch ein wenig reifer werden. Wer hätte das gedacht? Ich heiße Bully, aber wer hätte das gedacht? Normalerweise, wenn jemand sagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, dann macht er Schluss mit einem. Falls ich das hier tatsächlich absende, löschen Sie es bitte beim Lesen. Wird archiviert. Und jetzt sollte Phoebe noch mal was von mir. Ja. Gut sehen Sie aus, Pathfinder. Was kann ich für Sie tun? Okay. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Okay. Dann schmeißen wir uns weg. Und zwar Aufgabe Bepflanzung. Bepflanzung. Sorry. Ich hab den Scheiß-Doktor gefunden. Wo ich noch die letzte Quest abgeben kann. Falls er... Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Ja, bitteschön. Wir sehen uns wieder in der Galaxie. Und da sind wir auch schon wieder im Weltall. Oh, wir haben hier nichts mehr. Wir müssen ins Nalesh-System. Was ich mir da aufgeschrieben habe. Und dann müssen wir noch zu Prodomus. Auf Rios. Die Sache wegen Liam. Und dann ist eigentlich die Turianische Arche dabei. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ja. Ich scanne nach der Strahlungssignatur. War ein Notfallrettungsschiff mit medizinischen Angaben und Techniker an Bord, das zu einer abgelegenen Bergbaustation geschickt wurde, aber unterwegs verloren ging. Überlebende, die es in die Rettungskapsel geschafft haben, glauben, dass es sich um einen Kettenangriff gehandelt hat. Aber es gibt in dem Wrack keine Beweise, die das bestätigen. Anomalie geortet. Oh. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Oh. Trecker. Pathfinder, auf exakt diesen Navpunkt haben die Daten der ZK-Tracker hingedeutet. Richtig, Addisons Auftrag. Mal sehen, ob uns das hier bei der Suche nach ihrer verschwundenen Wissenschaftlerin weiterhilft. Verdammt, das Shuttle ist nur ein Relais. Aber ich glaube, wir können uns in ihren Feed einklinken. Moment! Das Signal kommt durch. Wir sind bereit für die Koordinatenübertragung und... Wer zur Hölle? Wir wurden entdeckt. Kapp die Verbindung! Hört das denn nie auf? Ich bin der Pathfinder! Der Pathfinder? Es ist also doch noch einer aufgetaucht? Halt die Klappe, Harlan. Ist dort Dr. Kennedy? Sind Sie okay? Direktor Addison macht sich Sorgen um Sie und Ihre Tech. Halten Sie sie im Gespräch, Ryder. Signalverfolgung läuft. Ich will nur, dass die Diebstähle aufhören. Die Bewohner dieser Außenposten versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, ja, das neue Leben in den Außenposten. Zeig es ihnen, Harlan. Haben die etwa gerade Dr. Kennedys Patientenakte weitergeleitet? Ryder! Sie ist schwanger. Die Frau ist schwanger. Die Frau weiß selbst, in welchem Zustand sie ist. Na dann, Glückwunsch. Chemische Blocker waren im Kryoschlaf Standard. Wir sollten sie eigentlich erst aufheben, wenn sich die Lage hier stabilisiert hat. Und wann sollte das sein? Alles ist schiefgelaufen und die Nexus hatte keinen Plan. Sie gehören zu Addison?
Tja, sie hat sich auf Tans Seite geschlagen. Sie meinte, solange die Lage nicht stabil ist, könnten wir keine weiteren Mäuler stopfen. Aber das hier ist was anderes, als abzuwarten, bis man sich ein Haus leisten kann. Hier geht es um unser Überleben. Also bin ich gegangen. Mit genügend Medikamenten, um Hale und mich von den Blockern runterzukriegen. In welchem Monat sind Sie? Dr. Kennedy, in welchem Monat? Im 8. Plus minus ein paar Tage. Wir gehen nicht wieder zurück und Sie kriegen auch meine Technologie nicht. Wir kommen gut ohne Sie klar. Sagen Sie Addison... Ach, scheiß drauf. Sagen Sie ihr gar nichts. Schalt ab. Sie haben den Kern geflasht. Ich konnte das Signal nicht zurückverfolgen. Addison wird hiervon wissen wollen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich gehe jetzt nicht zurück, nur einmal zur Nexus. Gut. Noch was? Nein. Gut. Das freut mich. Dann gehen wir mal schnell nach EOS. Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos. Ja. Hier gibt's nichts mehr. Schön. Na, dann gucken wir mal. Landezone Eos, Architekten. Liam Coaster, Gemeinschaft, Aufgabe, Benennung der Toten. Ich habe keine blassen Ahnung, wo ich noch die letzten Toten finde. Weil die werden mir nicht angezeigt. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Werde schon müde. Eieiei. Ich freue, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mich freue, dass ich, wenn ich neun Pilze habe in 4 Wochen. Naja, 5. Alter. Jetzt geht das noch runter auf 10 Frames. Also, wo wollte Costa hin? Da ist ja nicht immer für alle da. Oben? Also vorne. Liam hat in der Nähe etwas markiert. Er sollte dabei sein. Das war Liams Plan. Er sollte dabei sein. Also dann rufen wir mal. Liam. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich, du Hosenscheiße? So. Prodromos ist bereit für die Veranstaltung. Die Begegnung kann losgehen, Pathfinder. Zeit für Zivilklamotten. Es wird heiß. Zivilklamotten. Wie haben Sie das hingekriegt? Ach, man braucht nur einen Ball und ein Feld. Hassel hat das früher in Flüchtlingslagern gemacht. Damals habe ich's nicht kapiert, aber nach dem Angriff hier und dem Scheiß mit Verans Rettung wollte ich etwas Einfaches probieren. Was denken Sie? Naja. Warum kein großes Event? Jede Menge Spieler, aber kaum Zuschauer. Das hier hätte ein großes Ereignis sein können. Das ist es doch. Es geht nicht um Publikum oder um Leben und Tod. Wichtig ist nur, dass alle es wollen.
Das hatte ich an solchen Spielen nie kapiert. Weil ich von Krise zu Krise gesprungen bin und überall fremd war. Aber nach dem, was ich in Ihrem Team erlebt habe, naja, es ist anders, wenn man dazugehört. Sehen Sie das? Freistoß wegen Foulspiels. So lernt man sich kennen. Was ist? Ich brauche Freunde für Sie. Nee. Eigentlich nicht, weil Typen, die keine Granaten schmeißen können, brauche ich nicht. Danke, Liam. Wofür? Sie haben viel mehr geleistet. Wenn Sie meinen. Na schön. Gern geschehen. Na los. Wollen wir mitspielen? Was machen Sie nur? Ich bin nicht gut. Ehrlich gesagt spiele ich nicht sonderlich gut. Ich auch nicht. Vor allem mit Zivilklamotten. Das war's. Okay. Und hier müsste ich immer noch die Toten benennen. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich dann noch danach suchen soll. Naja. Dann verlassen wir mal die Gegend wieder. Und holen uns die Arche. Kenne deinen Feind. Gesperrte Edison. Edison? Okay. Turianische Arche. So. Dann heben wir mal wieder ab vom Planeten, nachdem wir eine Runde Fußball gespielt haben. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Alle Systeme im grünen Bereich. Ja, aber wir wollten ja noch mit Edson. Können wir noch reden? Na komm, jetzt geht die Tür nicht auf. Geht die scheiß Tür nicht auf. So, da. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Na dann, Direktor. Direktor Edison, ich habe eine Spur zu Dr. Kennedy und ihren Trackern gefunden. Sie lebt noch? Ja, und sie ist im 8. Monat schwanger. Verfluchte Scheiße. Sie sagte, sie wären verschwunden. Um anzufangen. Sie wurde nicht von Exilanten entführt. Sie ist gegangen, weil die Nexus keinen Plan hatte. Sie sagte, sie hätten nicht gewollt, dass jemand schwanger wird. Natürlich nicht. Wir hatten keine Welten und wussten, dass wir viele von uns verlieren würden. Ich wollte nicht auch noch Babys sterben sehen. Von all den dummen, unverantwortlichen, egoistischen... Sie war schon immer so. Sogar schon auf der Erde. Sie hat mir diese ganze Sache überhaupt erst eingeredet. Und jetzt? Jetzt müssen wir ihr den Arsch retten. Was hat sie Ihnen eingeredet? Sie sagten, Dr. Kennedy hätte Ihnen diese ganze Sache eingeredet. Was meinen Sie damit? Sie ist eine alte Studienfreundin. Wir hatten uns nach längerer Zeit mal wieder getroffen und sie erzählte mir von einem Projekt, auf das sie sich vorbereitete. Die Andromeda-Initiative? Ja. Und hätte ich nicht vor einem Jahr Nein zu ihr sagen müssen, wäre sie jetzt auch noch hier. Wann sollten die Verhütungsmittel aufgehoben werden, die allen vor dem Kryoschlaf verabreicht wurden? Schwer zu sagen. Je nach Situation. Sie müssen gewusst haben, dass diese Antwort die Leute frustrieren würde. Natürlich, aber es war die einzige, die wir ihnen geben konnten. Die Alternative wären noch mehr hungrige Mäuler und noch mehr Tote gewesen. Dr. Kennedy scheint Teil einer Gruppe zu sein. Diebstähle hin oder her, sie ist jedenfalls nicht auf sich allein gestellt. Und wie lange wird das so bleiben? Sie ist die klügste Person, die ich kenne, handelt aber trotzdem viel zu oft, ohne richtig nachzudenken. Ryder, wir haben 2 Reden für das erste Kind in Andromeda vorbereitet. Und glauben Sie mir,
Sie wollen diejenige mit dem guten Ende hören. Jo. Wir wissen, wie wir sie aufspüren können, indem wir noch mehr ihrer ZK-Tracker finden. Ich hoffe, Sie können sie rauslocken, indem Sie weitere Außenposten errichten. Vorausgesetzt, sie hat die Protokolle nicht geändert. Sie ist im 8. Monat. Da hat sie vermutlich andere Dinge im Kopf. Was für ein verfluchtes Chaos. Sie müssen sie finden, Pathfinder. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden.